Oder ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Final Fantasy 7. Beim letzten Mal sind wir im Hauptquartier von Avalanche gelandet. Dort haben wir uns ein bisschen mit Barrett in die Köppe gekriegt und Tifa hat versucht zu schlichten und uns an unser Versprechen aus früher Jugend erinnert. Das besagte, dass wir, sollte sie in Not geraten, zu Hilfe kommt. Und von Marlene nehmen wir erstmal einen Drink. Hallo? Hallo, Marlene. Drink, Drink, Drink. Hallo? Drink? Hallo? What? Da darf ich nicht? Hallo? Gut, dann nicht. So. Guten Morgen, Cloud. Hast du gut geschlafen? Barry hat geschnarcht. Klar, neben dir. Wir versuchen mal den hoffnungslos romantischen zu spielen. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Ich komme diesmal mit. Okay. Unser Ziel ist der Reaktor von Sektor 5. Lauf schon mal zum Bahnhof. Ich besorge dir einen Platz im Zug. Oder habe ich das gerade gesagt? Yo, Cloud. Vor dem nächsten Auftrag muss ich dich was fragen. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie man mit Materia umgeht. Hier ist die Materie, die wir gefunden haben. Zeig mir nur, wie man sie benutzt. Okay, ich erkläre es dir. Du verstehst es sowieso nicht. Na gut. Anleitung. Ups. Hallo. Ja. Hallo. Wenn du die Menü-Taste drückst, öffnet sich das Menü. Alles klar. Mit den Pfeiltasten kannst du den Cursor bewegen. Geisterhand. So. Hallo. Die einzelnen Menüs kannst du mit OK auswählen. Abbruchtaste. Siehst du? Und weiter geht's. Nun befindest du dich in diesem Menü. Wähle jetzt das Untermenü Materia. Entscheide nun, wer die Materia erhalten soll. Achte auf meine Waffe. Alle Waffen und Rüstungen besitzen Fassung. Wähle die Fassung. Ach Mann! So. Wähle nun die Materie aus, die du verwenden willst. Machst du das automatisch weiter oder muss ich wieder drücken? Dies ist eine heilende Materie. Wenn du erfahren möchtest, was sie bewirkt, geh mit dem Cursor auf die Kontrolle. Und wähle OK. Es ist dasselbe wie im Kampfmenü. Setze den Cursor auf Zauber. Und du kannst sehen, dass jetzt mehr Zauberarten verfügbar sind. Nun kannst du den neuen Heilungszauber verwenden. Das ist alles, was es zum Aufnehmen von Materia zu sagen gibt. Siehst du? Das war jetzt nun wirklich nicht so schwer. Wenn du eine Materie entfernen willst, brauchst du den Cursor nur auf die Materia-Fassung zu setzen. Und die Menütaste zu drücken. Nur auf eines musst du achten. Jedes Mal, wenn du eine Materie aufnimmst, ändern sich deine Werte. Bestimmte Werte von dir werden stärker. Andere Schwäche. Normalerweise steigt deine Zauberkraft, wenn du eine Zaubermaterie aufnimmst. Aber deine physischen Kräfte lassen dafür nach. Eine Materie ist also ein zweischneidiges Schwert. Auf der rechten Seite des Bildschirms kannst du sehen, welche Wirkung die Materie hat. Übermäßiger Gebrauch von Materie ist ungesund. Übernimm dich also nicht. Mit der Abbruchtaste kannst du das Untermenü verlassen. Okay, das wär's. Später werde ich dir noch ein paar detailliertere Tipps geben. Hör mal, was soll der Blödsinn von wegen? War doch ganz einfach. Ich weiß nicht. Gut, also du übernimmst die Materia. Materia-System. Okay. Cloud, ich habe eine Nachricht vom Waffenhändler oben. Er möchte dir etwas geben. Vergiss es nicht. Marlene, passt du auf den Laden auf.
während wir weg sind. Geht in Ordnung. Viel Glück. Ja, klar, setz das Kind an die Bar. Würde ich genauso machen. So, vom Waffenhändler oben. Wo oben? Wo ist oben? Wie komme ich nach oben? Also hier ist ja kein... Hier ist ja keiner oben, ne? Hey. Das sieht mir auch nicht nach Waffenhändler aus. Gut, Dach. Oh, ich frage mich, ob mein Sohn schon fort ist. Wenn ich mit meiner Frau allein bin, kann es hier sehr einsam sein. Hallo. Ich würde gerne mit der Frau sprechen. Hallo. Ja, sie sollen glücklich sein und machen, was sie wollen, wenn sie jung sind. Aber als Eltern macht man sich halt immer Sorgen. Ich glaube, ich eigne mich noch nicht zum Vater. Kann ich hier irgendwie... Hallo. Ich würde gerne mit der... Er bereitete uns nur Kopfzerbrechen, als er hier war. Aber jetzt, wo er fort ist, vermisse ich ihn. Seltsam, nicht? Ein bisschen. Ist hier irgendwas? Hallo? Wir haben das Klo betreten. Waffenhändler. Welcher Waffenhändler? Wenn es mal wirklich darauf ankommt, bin ich ein Schwächling. Ich bin auch immer ein Nichtsnutz. Oder der Waffenhändler da? Wie komme ich denn da hoch? Tach. Ey, hallo, Moment mal. Du kannst hier nicht einfach rausgehen, ohne was zu kaufen. Das könnte sich als sehr ungesund erweisen, wenn du weißt, was ich meine. Kaufen? Eisenreif. Sturmgewehr? Sturmgewehr haben wir schon. Ein Eisenreif. Ups. Hallo. 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 So. Mal 3 Stück mit. Eine Granate. Mal 5 Stück mit. So. Was? Aha. Yo, okay, alles klar, alles klar. Eine Hand? Was soll das denn? Ich bin der Positionscursor. Ruf mich, wenn du beim Gehen nicht mehr weiter weißt. Wenn du okay drückst, erscheine ich über deinen Kopf. Meine Güte, du fällst ja mehr auf als ich. Bin ich im Weg? Wenn ja, drückst du einfach nochmal okay. Ich bin ziemlich beschäftigt und kann nicht immer kommen, wenn du mich brauchst. Sei nicht böse, wenn ich mal nicht erscheine. Tschüss! Wenn du dich im Freien verirrt hast, drück einfach auf die Taste auswählen. Normalerweise erscheint dann der Positionscursor im Bild. Hey, okay. Nein, bitte nicht, bitte auch. Scheiße. Nein. Hör auf. Ah, oh, so ein Dreck, ey. So. Mal speichern. Aber seit der letzten Folge nicht mehr gespeichert. So, nehmen wir hier den hier. Was genau macht ihr da eigentlich? Ey Soldat, erzähl uns was von den Schlachten. Wir bezahlen dich auch dafür. So dreckig geht's mir nun auch wieder nicht, dass ich von euch Geld nehmen muss. Aber ich unterhalte mich gern mit euch. Was wollt ihr wissen? Etwas über ATP, Zahlen, Bilder, oh Gott. Nee, sorry. Das meiste ist mir bekannt. So, ich bin raus. Halt! Materia! Hallo? Hey, auf Anhieb! Das war Materia. Nimm als nächstes diese Schatztruhe.
What? Äther. Hä? Kälte und Gewitter. Okay. Habe ich jetzt noch irgendwas? Alle. Fähigkeiten ist alle. Rüstungseffekt. Hä? Gib mir immer Genesung. So, wir hatten noch. Genia? Auch noch ein Eisenreif und tiefer natürlich auch. Ich hätte gern. Hallo. Kann ich bei der Rüstung nichts ver. Hallo? Achso, ich bin im Materia-Menü. Ha! Gut. So, Waffenladen oben. Das ist der hier oben. Also höher geht's hier ja nicht. Und das hier ist ein Slum. Glaub ja nicht, du kannst hier umsonst wohnen. Was hast du vor? Du bist doch bestimmt müde. Nee. Erzähl ja Busche, hä? Man sollte schlafen, wann es nur geht. Man sollte speichern, wo es geht. So wird man alt. Denk dran, alter Junge. Okay. Also ich wollte eigentlich. Ich bin jetzt dumm, einen Waffenladen zu finden. Was anderes? Ja, sehr gut. Mal hier. Erstmal ein bisschen umschauen. Ah, wieder ein Tag, an dem nichts los ist. So im Zusammen verkauft man eigentlich keine richtig guten Medikamente. Oh, sieh einer an. Das kommt hier allzu oft vor. Bist du ein Kunde? Ja, willkommen. Wir kaufen. Ja, komm, sorgen wir ein bisschen vor. Hitze, Kälte. Gewitter, Genesung. Hitze nehmen wir mit. Kälte haben wir schon. Fetten Thank und schönen Day noch. So. Welcher Waffenladen? Und hier geht's dann nicht noch höher. Wie stupid. Nur runter. Okay. Ja gut, dann. Gucken wir uns mal um, aber wir haben doch eigentlich schon alles gesehen hier. An Läden. Auch keine. Ist also oder oben. Oben, wenn man durchgeht. Und hier ist er zu. Nee. Vollkommen bescheuert. Muss ich hier irgendwen fragen? Alter.
Ja, das vergisst er ganz bestimmt nicht. Vergisst er ganz bestimmt. Oh, du! Mein Freund im ersten Schock sagt dir, wo es lang geht. Wo? Ja gut, dann... Weiß ich gerade auch nicht. Gehen wir erstmal weiter. Hierhin gehen wir nicht weiter. Speichern? Ja, komm. Warum nicht? Warum nicht? So, kaum noch Geld. Weiter geht's. Waffenladen oben. Tür ist zu. Okay. Waffenladen oben, aber... Ah ja, okay. Ja, okay, ja. Ja, danke, danke. Hier geht es ja auch nicht noch mal irgendwo hoch, oder? Irgendwas verpasst? Pass aber auf, ja. Bist du stupid? Ja, gut. Dann, ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ab geht's! Hey! Das ist kein Privatwaggon, mach den Abgang! Oh, schon wieder Raudis, was ich immer für ein Glück habe. Hast du was gesagt, Alter? Na, wo sind die Leute hin? Hey, schaut euch das an. Plötzlich ganz leer geworden. Wie das? Mist. Es ist wegen Typen wie dir leer. Alter. Oh. Du hast es doch gehört. Avalos hat neue Bombenanschläge angekündigt. Nur treue Angestellte wie ich fahren an so einem Tag nach Midgar. Du arbeitest für Shinra? Shinra-Manager. Ich lasse mich nicht durch Gewalt abhalten und meinen Platz gebe ich dir auch nicht. Barrett! Also Glückspilz, du. Und was tun wir jetzt? Wie kannst du nur so ruhig sein? Du machst mich völlig fertig. Sieht so aus, als wären sie mit dem Rangieren fertig. Wir fahren endlich los. Was ist unser nächstes Ziel? Ja, hört euch diesen Wichtigtour an. Okay, ich erzähl's euch. Jesse hat wahrscheinlich schon eine... hat wahrscheinlich schon erwähnt, dass es auf der oberen Platte eine Sicherheitskontrolle gibt. Mit diesem Ausweiskontrollsystem werden alle Züge überwacht. Shinra ist ziemlich stolz darauf. Wir können unsere gefälschten Ausweise nicht mehr benutzen. Guten Morgen und herzlich willkommen bei der Midgar-Bahn-Gesellschaft. Ankunft in Sektor 4 um 11.45 Uhr. Das bedeutet, wir haben nur noch 3 Minuten bis zur Ausweiskontrolle. Okay, in 3 Minuten springen wir aus dem Zug. Alles klar? Cloud, komm her. Lass uns mal einen Blick auf den Schienennetzmonitor werfen.
Okay. Sieht aus, als hättest du das schon gesehen. Ist schon gut. Komm ein bisschen näher. Okay. Das ist komisch. Der Ausweiskontrollpunkt müsste ein wenig weiter unten sein. Sicherheitsalarmstufe A. Nicht identifizierte Passagiere entdeckt. Alle Waggons werden kontrolliert. Wiederholung. Sicherheitsalarmstufe A. Nicht identifizierte Passagiere entdeckt. Alle Waggons werden kontrolliert. Was geht hier vor? Was ist los? Wir sitzen in der Patsche. Ich erkläre später. Schnell in den nächsten Waggon. Ja, scheiße. Jemand hat's vermasselt. Nicht identifizierte Passagiere im Waggon 1. Verriegelung wird vorbereitet. Nichts wie weg, aber Dalli. Waggon 1 verriegelt. Übergang zu Alarmstufe 2. Schnell! Die verriegeln gleich die Tür. Lauf einfach. Geh zu Plan B über. Waggon 2 verriegelt, Übergang zu Alarmstufe 3. Und? Alles klar? Noch nicht. Sie beginnen mit einer neuen Kontrolle. Wenn wir erwischt werden, sind wir erledigt. Aber keine Angst, wenn wir immer einen Waggon weiter nach vorne gehen, müssen wir es schaffen. Eine ziemlich männliche Frau, wie mir gerade mal auffällt. Nicht identifizierte Passagiere auf dem Weg nach vorne. Aufenthaltsort wird ermittelt. Waggon 3 verriegelt, Übergang zur Alarmstufe 4. Mach doch mal Platz hier. Waggon 4 verriegelt, Übergang zur höchsten Alarmstufe. Tiefer! Gib Gas! Hallo! Alles klar, wir haben es geschafft! Ja, hier lang! Kommt, wir machen hier einen Absprung. Ja. Ach so. Ja. Dann mal los. Gruselig. Jetzt ist es zu spät, sich zu viele Gedanken zu machen. Warum bist du überhaupt mitgekommen? Weil... Hey, ihr beiden. Dafür ist jetzt keine Zeit. Ja, was denn jetzt? Hallo. Mach schon, ja. Auf. Na gut, ich habe mich entschieden. Pass gut auf, ich werde springen. Und sie ist gesprungen. Ist es dir recht, wenn ich zuerst gehe? Der Anführer bleibt immer bis zum Ende. Kümmere dich nicht um mich, geh nur. Mann, pass auf, dass du deine Nägel nicht abkaust. Das ist nur der Anfang der Mission. War doch immer. Tschüss. Bis später. Kümmert euch um den Rest. Okay. Gut. Soweit läuft alles nach Plan. Bleibt unbedingt wachsam, bis wir am Reaktor von Sektor 5 sind. Big Swatch und Jesse haben alles vorbereitet. Also los. Der Reaktor ist am Ende dieses Tunnels. Schön. Einfach geswitcht. Wow. Muss die Folge gleich beenden. Diese Lichtstrahlen sind Shinras Sicherheitssensoren. Wir können nicht weiter. Aber vielleicht geht's auch hier in einen Wartungsschacht oder so. Das ist ein ganz schön kleines Loch. Und da soll ich mich hineinquetschen, um mit unter die Platte zu kommen?
Kommt nicht in Frage. Hey Cloud, was hast du vor? Hineinschauen, den runterklettern, nicht hinuntergehen. Erstmal hineinschauen. Im Rohr scheint kein Hindernis zu sein. Wir müssten glatt durchkommen. Wenn wir dieses Rohr hinunterkriechen, werden wir nicht mehr hier herauf zurückkommen können. Beeil dich, die Wachen werden uns entdecken. Cloud, du musst los. Ja, nicht runterklettern. Wir gehen nicht runter. Das ist der einzige Weg zum Sektor 5. Ich überlege, ob ich noch was vergessen habe. Ich gehe nochmal zurück. Das sind sicherlich Wachen, aber ich wollte mal gucken, ob hier vielleicht noch was anderes ist. Man, what the fuck? Stationäre Geschütze, alles klar. Raketenwerfer. What? Raketenwerfer. Daneben. Sah zwar nicht danach aus, aber okay. Und putz. Putz. Nice. So, geht's hier jetzt weiter oder nicht? Hä? Da geht noch weiter. 16. Wie weit kann ich denn hier laufen? Und nochmal, ich will sehen, was da ist. So, ob da was ist. Was ist das denn? Ungeziefer. C ist Ungeziefer. Ja. Habe ich nicht irgendwem noch Feuer gegeben hier? Heilung habe ich. Ja, kann sich mal gerade selber heilen. Oh, ja, das ist sehr effektiv. Blitz, Eis. Fausthagel. Cool. Ich will wissen, ob da noch mehr ist. Boah. Ja, komm. Kann nicht sein, dass man ewig lang in die Richtung rennt und da passiert da nichts. Ist das ernsthaft?
Au! Du hast einen Schindra-Wachpost, wir müssen zurück. Oh, schade. Gut. Gehen wir wieder zurück. Ich wollte es mir zumindest nochmal angucken. So, können wir wenigstens ein bisschen leveln hier. Auch die Geschütze wieder. Also. Kaputt. Pfiou. 23 Damage. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und ein bisschen Geld verdienen können wir dann auch noch. Boah. Es gibt eigentlich keine Möglichkeit hier zu fliehen. Diese Special Attacks immer so lange dauern. Das ist dezent nervig. Zehn Damage ist schon hart, ne? So, danke. So, und wieder weiter geht's. Die oft sind wir jetzt natürlich gerade viermal oder so. Fünfmal. Oh. Immer den Erstschlag. Attacke! Sehr schön. Folge schon wieder viel zu lang. So ein Dreck. Ich will die nächste Folge nicht wieder mit Herumirren beginnen. Deswegen will ich jetzt noch mal eben zurücklaufen. Okay, noch ein Stück. Ach so. Ich wollte es gleich vergessen. So. Gehen wir tiefer noch. Das hier. Gut. Oh, noch eine Runde. Wow, 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 wow. Normaler Angriff. Du machst mal Feuerzauber auf den und du greifst mal den an. Jetzt nehmen wir mal den hier. Die Raketenwerfer immer. Das ist ja. Ja, ganz schön fixiert hier. So. Hat sie schon mal wieder voll geheilt. Bräuchte noch einen Mana-Trank. Oder so. Sieg. Aber immerhin
lohnt sich das schon mal insofern, dass Tifa aufgeholt hat. Leveltechnisch. Sind wir jetzt wieder zurück. Sehr gut. Gut, machen wir im nächsten Part an dieser Stelle weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sag bis zum nächsten Mal.